Ja, da bin ich wieder. Ja, ich dachte, ich mache noch mal kurz ein Video an. Jetzt so, bevor ich noch mal pennen gehe. Ich habe mir jetzt so ein bisschen Musik angemacht. Und, ja. Also, die Scheiße, die ich gebaut habe, ist halt, ich habe mir halt Geld geliehen. Und, habe halt nicht das wieder zurückgegeben, was ich vereinbart habe, zurückzugeben, weil daher war eigentlich Wechselgeld gewesen. Ich habe halt ein bisschen mehr ausgegeben und das wurmt mich halt auch, weißt du? Das ist das, was mich halt ein bisschen auch runterzieht, dass ich halt das gemacht habe, weißt du? Und da schäme ich mich wirklich für. Ja. Das ist wirklich ein Ding, weil das habe ich so in den ganzen Jahren halt noch nie gemacht. Also bis jetzt konnten sich alle hier so auf mich gut verlassen und so weiter. Und ja, jetzt habe ich halt mal einen Patzer gebaut. Und ich werde auf jeden Fall erstmal mit dem Kiffen aufhören. Mit dem Ziehen auch auf jeden Fall. Das Ziehen auf jeden Fall ganz weglassen. Mit Kiffen nur noch ab und zu. Das passt schon, weißt du. Das ist schon. Ne? Das ist schon ganz okay. Ja. Ich meine, Rauchen ist zwar auch nicht gerade eben der dollste. Ich kann es wirklich kein wirklich, also, was heißt empfehlen. Also, da schreiten sich halt die Geschmäcker. Ne? Und, ja. Auf jeden Fall werde ich mich halt ein bisschen ummodellieren, weiter umstrukturieren. Ich meine, jetzt seit letztem halben Jahr habe ich hier auf jeden Fall halt, wie gesagt, ich habe halt meine Chill-Übungen gemacht, meine Yoga-Übungen quasi, meine Meditation, und habe auch einiges ein bisschen an Musik gemacht, ein bisschen am Internet gefrickelt und so, und habe auch jetzt versucht halt eine eigene App zu konstruieren und so, bin da gerade eben dabei, das zu lernen, und also ich lese mir das halt alles durch, so alles so halt do it yourself halt, weißt du, aber ja, dann mache ich halt noch so Collagen, Bilder mache ich ja noch, und wie gesagt, ich schalte halt noch den Haushalt hier, meine Eltern. Der kommt noch dazu. Ja, und ja, was habe ich damals gespielt? Ich habe damals mit einem ganz wirklich angefangen. Ich glaube, ich habe mit einem Atari angefangen. Das war das erste Ding, was ich bekommen habe. Danach kam C64er. Amiga. PC, ja, und Konsole, das kam dann ein bisschen später noch nach, die Konsolen, die erste, das war dann Anfang der 90er, Mitte der 90er, nee, Anfang der 90er oder Mitte der 80er, irgendwie sowas, kamen die ersten Konsolen, also hier so Game Boy und so, das war schon Mitte der 80er, 90er, war das, glaube ich, meine ich doch, naja, also irgendwie sowas, so mit Dreh rum kam es halt raus, und ja, ich war davon auch halt, ich habe auch gespielt, ja. Aber dann habe ich dann auch irgendwann halt einen Punkt gehabt, so wie gesagt, so ich habe dann halt mit 14, 15 halt mit dem Mofa-Fahren angefangen, Motorradfahren, hab Motocross gefahren, bin ich damals noch mit viel Arbeit gegangen und so weiter, um die Scheiße auch zu finanzieren. Und ja, bin dann halt auch viel feiern gewesen noch nebenbei, also an den Wochenenden war ich immer halt auf Tour gewesen mit meinen Leuten. War eine große Clique insgesamt, also wir haben auf gut 20 Leute, kannst du sagen, waren wir doch gewesen, so am Ende, und dann hat sich das leider so gesplittet. So untereinander gab es halt ein bisschen Reibereien, auch mit den Mädels und so, und ja, das ja, ist halt leider so, nichts ist für die Ewigkeit. Manche Freundschaften, manche Klicken. Wenigen überleben halt, auf gut Deutsch. Ja, so viel dazu. Ja, und wie gesagt, ich habe damals halt auch so Super Mario gut gespielt und gab es halt auch, ich weiß es gar nicht mehr. Gab viele Spiele, meine Geschwister, die haben viele Spiele gehabt, also mein Bruder. So,
der hat, die haben viel gespielt und mit ihren Freunden auch und so. Und, aber ich habe die auch kaum halt mitbekommen, weil ich habe halt so für mich gelebt, ich war arbeiten gewesen. Und am Wochenende war noch Kirche gewesen halt und dann, ist es feiern gegangen und so weiter. Und dann hast du da eigentlich von der Familie kaum was gesehen. Und ich habe jetzt auch in den letzten Jahren meine Eltern auch erst richtig kennengelernt und so. Und auch im Laufe der Jahre halt, wo ich 20, 25 war, so habe ich mit denen halt immer ab und zu telefoniert und so und dadurch die halt noch ein bisschen näher kennengelernt. Aber vorher so waren die mir so, ja, man ist zwar aufgewachsen so mit denen, ne, aber irgendwann distanziert man sich da halt. Ne? Man geht dann halt seine eigenen Wege, die Zeit wird knapper und so und ja, so ist das halt. Ne? Und ja, so viel dazu. Ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt bin ich viel mit meinen Eltern zusammen, obwohl ich bin auch viel in meinem Zimmer halt und bin hier am Basteln und lasse die halt in Ruhe, weil das ist manchmal halt auch, denke ich mir, so, naja, nee, dann redest du vielleicht zu viel und meistens so, man eckt irgendwie, also das heißt, man eckt an. Mein Vater ist halt schlauer als ich, weißt du, so, das ist halt weiser als ich, das ist halt normal. Alter vor Schönheit, sagt schon das Wort schon alleine. Man sollte immer schon auf die Älteren hören und so und auf die Erfahrungswerte und das ist schon viel wert und ja, aber trotzdem kommt man halt immer zwischendurch mal so, man hat halt seine eigene Meinung und seine eigenen Erfahrungen gemacht, also ich so und ja, aber ich ja, bin ruhig geworden, also ich bin nicht mehr so viel am Diskutieren wie früher, beziehungsweise ja, bin da halt ziemlich ruhig. Ich meine, das war ich früher eigentlich auch schon gewesen. So. Ich meine, mir wurde aber auch oft viel zugehört und so. Und es gab aber auch eine Phase, wo ich halt mit Leuten abhing, wo ich eigentlich halt sehr still war und auch viel zugehört habe und so. Und dann quasi so in Anführungsstrichen so ein kleiner Psychologe war. Und das war ich für die meisten, also für einige halt, was ist so halt immer ein gutes Ohr halt und jemand, mit dem man abhängen kann, weißt du? So, da bin ich halt. Mit mir trinkt man halt gerne einen Kaffee und chillt ein bisschen. So ist das. Na gut. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was erzählt. Eigentlich wollte ich mich jetzt schon längst hingelegt haben. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur ein bisschen Musik laufen und chill mich jetzt auch langsam so in meinem Bett. Und Eierbubu machen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, passt auf euch auf. Ja, Damenfußball habe ich jetzt geguckt, Alter. Das war cool gewesen. Frauenfußball meine ich. Also Frauenfußball war nicht schlecht. Ich habe ein bisschen reingeguckt, wo ich bei meiner Mutter saß. Ja. Interessant. Ja. Schon cool. Ja gut. So viel dazu. Danke der Nachfrage euch noch. Und ich wünsche euch was. Peace.